Liebe Frau Professor Habel, liebe Nadja, wir sind hier beim ESMO 2023, dem Europäischen Krebskongress. Und du hattest gestern gleich am ersten Tag einen Vortrag mit einem Update der MONARCH-E-Studie, also für Abemaciclib in der adjuvanten Situation. Was kam dabei heraus? Ja, das war natürlich eine große Ehre, dass ich für die Studiengruppe die 5-Jahres-Daten vorstellen durfte. Und ich denke, das sind wirklich sehr, sehr wichtige Daten für die klinische Praxis, weil wir wissen ja, wenn man Abemaciclib 2 Jahre gibt, dann verbessern sich die Heilungschancen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal gesehen, dass die Kurven auch über 2 Jahre nach dem Absetzen der Therapie noch weiter auseinandergehen. Das bedeutet, dass da ein wirklicher Therapieeffekt da ist und nicht einfach nur das Risiko für eine Metastasierung so ein bisschen nach vorne geschoben wird, sondern nach dem Absetzen der Therapie hat das einen ganz, ganz deutlichen Effekt zur Verbesserung der Heilungschancen. Wir haben nach 5 Jahren, was das fernmetastasenfreie Überleben angeht, eine Verbesserung um etwa 7% absolut. Hazard Ratio 0,68, das ist, entspricht einer Reduktion des Risikos für Fernmetastasen etwa um ein Drittel. Und das ist schon wirklich ganz, ganz tolle Daten. Die Substanz ist ja zugelassen in Deutschland und wir setzen das auch ein. Aber ich glaube, manche der Therapeuten waren noch so ein bisschen abwartend, wollten eben sehen, ob dadurch wirklich die Heilungschancen verbessert werden oder einfach nur so ein Zeiteffekt entsteht, dass solange die Therapie gegeben wird, man Metastasen verhindert. Aber das ist definitiv jetzt nicht der Fall. Es wirkt auch nach und damit ganz klarer Beweis dafür, dass es eine neue Substanz ist, die wirklich Heilungschancen verbessert. Super. Ich will trotzdem nochmal ansprechen, es gibt ja eine Hauptnebenwirkung vom Abemaciclib oder eine, die, sagen wir mal, für die Frauen sehr belastend sein kann, wenn sie zurück ins Arbeitsleben gehen und so weiter. Das ist der Durchfall. Hast du da Tipps, wie man da am besten mit umgeht? Naja, Tipps, glaube ich, können wir von euch viel lernen, weil ihr viel sammelt, auch von dem, was die Patienten berichten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das ist was, was man am Anfang schnell rauskriegt. Und man sollte dann wirklich auch das Loperamid nehmen, so wie es in der Packung steht. Also 2 Tabletten nach jedem dünnflüssigen Stuhl. Und der Körper gewöhnt sich daran. Und wenn es wirklich nicht besser wird, dann kann man auch die Dosis reduzieren. Man kann auch die Dosis 2-mal reduzieren. 150 wäre die Startdosis morgens und abends und man kann das sogar bis auf 50 Milligramm, also 2-mal reduziert, runterbringen. Und was wir gesehen haben, auch auf dem ASCO, also auf dem letzten großen Krebskongress in den USA, ist, dass wenn man die Dosis reduziert wegen der Nebenwirkungen, dass das für die Effektivität keine Rolle spielt, sondern die Patienten nach wie vor die Effektivität mitnehmen. Das bedeutet, dass der Körper wahrscheinlich einfach die Substanz anders verstoffwechselt als bei jemandem, bei dem man nicht Dosis reduzieren muss. Also ich glaube, damit mit dem Bewusstsein, dass man A, was machen kann, nämlich man kann das Loperamid, man kann es auch vorbeugend geben. Und meistens ist das so in den ersten 2 Zyklen und dann beruhigt sich das wieder. Oder wenn es schlimm ist und eben nicht mehr aufhört, der Durchfall, natürlich Dosis reduzieren und möglichst das auch rasch tun, damit der Arbeitsprozess oder Familienleben oder so einfach nicht beeinträchtigt wird durch die Nebenwirkungen. Vielen Dank, ganz wichtiger Hinweis. Dankeschön. Gerne.